liebe Monkeys und willkommen zu einem neuen Video. Und ich weiß, es ist jetzt circa 10 Tage her, dass kein Video gekommen ist. Leon, was war da los? Es gibt in diesem Video ein paar News, was Moving Monkey angeht und auch ein paar News zur App. Deswegen bleib jetzt auf jeden Fall dran. So, es ist ein wenig her, dass ich ein paar Videos gedreht habe, dass ich ein bisschen was von mir habe hören lassen und so weiter und so fort. Ihr habt gemerkt, die letzten Videos, die sind etwas älter gewesen, aber das hatte einen Grund. Denn ich war im Staatsexamen für die Physiotherapie und Trommelwirbel, ich habe es erfolgreich abgeschlossen. Das heißt, ich bin jetzt fertiger Physiotherapeut und kann euch endlich mit gutem Gewissen Tipps geben. Ist ja nicht, dass ich das vorher nicht auch getan hätte, aber dadurch verändert sich nun einiges. Aus Moving Monkey während Studium und so weiter und so fort wird Moving Monkey Vollzeit. Natürlich habe ich noch den Bachelor, das heißt, es ist noch nicht zu 100% abgeschlossen, aber der größte Teil ist geschafft und ich möchte mich an dieser Stelle einfach herzlichst bedanken für jeden, der die ganze Zeit dabei war, der von Anfang an dabei ist, der währenddessen dazugekommen ist, dass ihr mir euer Vertrauen schenkt. Wirklich beim Thema Mobility, beim Thema Schmerzen, beim Thema beweglicher werden, eure Fragen zu stellen, euch den Content anzugucken, denn nur davon lebt Moving Monkey. Und deswegen möchte ich natürlich all das zurückgeben, was ihr mir entgegengebracht habt an Support und Unterstützung. Und ich habe sehr, sehr viele Dinge geplant. Da möchte ich euch jetzt ein paar kleine Nuancen zeigen, was so in den nächsten Wochen, Monaten und nächsten Jahren, lasse ich mal außen vor, aber im nächsten Jahr kommen wird. Denn bezüglich Moving Monkey gibt es so viele Dinge, die ich vorhabe, aber ich möchte das natürlich auch so machen, dass es euch gefällt. Und dazu brauche ich eure Meinung, beziehungsweise brauche ich deine Meinung. Wenn du jetzt gerade das Video siehst und sagst, hey Leon, ich habe mir schon immer mal ein Video zu diesem Thema gewünscht oder ich habe mir schon immer mal gedacht, es wäre doch mal geil, wenn ich auch endlich mal so eine Monkey Cap hätte wie du oder irgendwie mal einen neuen Monkey Merch, denn das T-Shirt finde ich cool, aber vielleicht noch eine Jogginghose oder vielleicht dieses oder jenes. Egal was, es gibt viele Möglichkeiten, in die wir gehen können. Und das Ganze möchte ich mit euch zusammen kreieren. Deswegen, schreib mir doch bitte deine Ideen an bananenpost@leonviktor.de. Das können Videovorschläge sein, das können Sachen sein zur Idee von der Kappe und so weiter. Wer mir auf Instagram folgt, der hat schon einiges gesehen, dass ich das bereits in Planung gegeben habe. Aber wie sich das Ganze jetzt vollendet, ist natürlich jetzt noch fraglich. Denn wie gesagt, ich möchte dich auch mit einbeziehen. Wenn du irgendwelche Fragen hast, es hat mir sehr viel daran gelegen, früher sowie auch heute ganz viele Nachrichten und Kommentare zu beantworten. Aber ich habe nicht immer alles geschafft. Das muss ich genauso gestehen, weil Staatsexamen hatte einfach die Priorität. Allein deswegen für eure Geduld möchte ich mich bedanken, denn manche haben echt Monate auf eine Antwort gewartet, was nicht mein Standard ist und was ich in der nächsten Zeit ändern will und werde. Ein Teil, um das zu ändern und um das effizienter zu machen, um euch besseren Support zu leisten, auch Kundensupport zu leisten, ist, dass ich jemanden eingestellt habe für Head of Communication, die gute Elisa, die habt ihr vielleicht schon in der Instagram-Story einmal gesehen. Ja, die bearbeitet so einige E-Mails und Nachrichten, dass ihr an erster Hand an sie geratet. Das heißt, wenn ihr von ihr eine E-Mail bekommt, seid nicht traurig, dass ich euch nicht in dem antworte, sondern das ist einfach dafür da, dass ihr direkt eine Antwort bekommt, die sie dann an mich weiterleitet. Auch an der Webseite wird sich noch einiges verändern und so weiter. Aber bevor wir da jetzt in Details gehen, möchte ich nochmal an die wichtigste Sache angehen und euch so ein paar Informationen mit hinzuziehen, zusammen mit Monique. Denn zur Stelle. Es geht um die App. Und bei der App haben uns, glaube ich, mehr Nachrichten erreicht als jemals zuvor. Denn unser Ziel war es, mit dem Buch, mit dem Calisthenics Meets Mobility Buch, die App direkt zu veröffentlichen. Und der Content für die App ist schon da. Der ist schon lange da. Der ist schon vor dem Buch da gewesen. Aber die App fehlt. Warum? Ja, also zum Erscheinungsdatum des Buches sollte natürlich gleichzeitig auch die App kommen. Das Ganze hat natürlich nicht so gut funktioniert, wie das immer so ist. Ihr kennt es vielleicht. Die App-Entwickler bzw. die Firma, die dahinter steckt, hat ihre, wie soll ich sagen,
Heads of, wie sagt man, auf Verwaltung. Auf Verwaltung ständig geändert, weshalb wir jedes Mal verschiedene Ansprechpartner hatten, aber nicht so einen, der wirklich sich letztlich um die ganze Sache kümmert. Jetzt, nach ein paar Monaten, haben wir jetzt endlich den fixen Ansprechpartner, der sich darum kümmert, die App zu bespielen mit dem Content, den wir euch im Buch versprochen haben. Richtig. Das heißt, das, was wir jetzt noch machen werden, ist ein paar Skizzen fertig zu machen, damit die das endlich umsetzen und die App so schnell wie möglich da ist. Wir wollen jetzt nicht den Fehler wieder begehen zu sagen, sie ist genau Ende Oktober, am 30.10., by the way, mein Geburtstag, ist sie da, aber wir versuchen es so schnell wie möglich. Also unser Ziel ist es, ist Anfang November zu haben. Da sind wir, wie gesagt, angewiesen auf andere Leute. Das ist das, was uns immer schwerfällt, weil wir wollen so schnell wie möglich das delivern, genauso wie diese Videos und so weiter. Aber danke, danke, danke für eure Geduld und dass ihr uns nicht den Kopf abgerissen habt. Natürlich gab es so ein, zwei schlechte Bewertungen auf Amazon. Entgegen des ganzen Feedbacks, das wir bekommen haben. Das heißt, wenn ihr das Buch gelesen habt und super zufrieden seid und ihr wisst, okay, die App, die wird kommen, und ihr habt noch keine Bewertung auf Amazon hinterlassen, dann eine große Bitte, tut das doch gerne. Das würde uns helfen, einfach das Buch noch an mehr Leute ranzutragen. Und vor allem, wenn die App dann fertig ist, auch dieses schöne Endprodukt, was es dann letztendlich da sein soll, an euch weiterzugeben. Eine Sache dazu muss ich noch sagen, weil mich das wirklich ärgert. Ich nehme natürlich eure Kritik zu Herzen. Allerdings, und das weiß Leon genauso wie ich, wurde häufiger kritisiert, was völlig in Ordnung ist, ihr dürft ruhig ehrlich sein bei eurem Feedback, aber dass zu wenig Unterkörper, Mobility und Stärkungsübungen dabei sind. Und aber was ist mit Calisthenics? Das Einzige, was dabei ist, ist der Squat als Unterkörperübung. Das heißt, Calisthenics ist oberkörperlastig. Richtig. Und dementsprechend ist auch das Buch aufgebaut. Denn hätten wir jetzt noch die Beine mit eingebracht, dann hätte das komplett den Rahmen gesprengt. Wir haben ja auch nur eine 600 Seiten Buch gewesen. Wir haben ja auch nur eine vorgegebene Seitenanzahl bekommen, die Richtig. Wir einhalten mussten vom Verlag aus. Das wäre also viel zu viel gewesen. Ich glaube, ich habe es auch im Buch geschrieben, oder? Dass es ein oberkörperlastiger Sport ist, weshalb wir auf Unterkörperübungen verzichten. Genau, das ist das zum Beispiel, was ein, zwei Amazon-Bewertungen gesagt haben, aber keine Unterkörperübungen und so weiter. So wurde es nie beworben, ja? Aber das heißt ja nicht, dass es nicht noch ein zweites Buch, ein drittes Buch, ein viertes Buch geben kann. Auch da, schreib mir gerne deine Ideen, schreib mir gerne deine Wünsche, ja, weil wir arbeiten im Kopf schon an den nächsten Büchern, aber das bringt ja nichts, wenn nur wir dieses Buch kaufen würden, sondern euch muss es gefallen. Das heißt, ein Unterkörperbuch ist auf jeden Fall schon in Planung, das ist safe. Also diesen Wunsch haben wir schon mal aufgenommen und werden wir umsetzen. Das heißt, wenn du irgendwelche Ideen hast, Moving Monkey 3.0, wie was, 3.0, 2.0, der ein oder andere hat vielleicht gemerkt, dass sich was am Design ein bisschen geändert hat, die Webseite ist neu und so weiter. Das war so im Kopf Moving Monkey 2.0, um Moving Monkey 3.0 jetzt entstehen zu lassen. Ja, und das aber auch in Verbindung mit Monique natürlich, die Calisthenics Meets Mobility Workshops. Schreib uns gerne deine Ideen. Wir haben schon ganz viele Pläne, aber es soll dir gefallen, ja, auch was den Content angeht und so weiter. Ich wiederhole mich jetzt nicht weiter. Vielen Dank für Ihren Auftritt. Merci beaucoup. Und dann sage ich wie immer, keep moving, stay sexy und bis zu den nächsten Videos. Dein Leon.